falsche Stelle. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, ich komme gleich zum Abschied und fange erstmal mit dem Thema an. Der Bologna-Prozess hat das Thema Qualitätssicherung in Lehre und Studium auf eine neue Grundlage gestellt, weg von der unmittelbaren staatlichen Kontrolle hin zu mehr oder weniger unabhängigen Qualitätssicherungsprozessen über Akkreditierungsagenturen und über den bundesweiten Akkreditierungsrat. Und die bisherige Umsetzung verlief aber nicht unproblematisch. Die Hochschulen kritisierten die hohen Kosten und den extrem hohen Aufwand zur Zulassung neuer Studiengänge. Vor allem aber auch die unterschiedliche Handhabungspraxis der Gutachterinnen und Gutachter. Die Studierenden beklagen die starke Ausdifferenzierung der Bachelorstudiengänge, die die Mobilität nicht nur im europäischen Hochschulraum, sondern selbst zwischen den Hochschulen im eigenen Bundesland erschwert. Und von daher war es richtig, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass der Landesgesetzgeber deutlich mehr grundlegende Entscheidungen treffen muss. Und wir begrüßen es, dass sich die Länder nun weitgehend gemeinsam auf einen Staatsvertrag geeinigt haben. Damit wird der notwendige länderübergreifende Rahmen geschaffen, eine rechtssichere Grundlage, ein wissenschaftsgeleitetes Verfahren, Spielraum für Innovationen an den Hochschulen, Studierbarkeit von Studiengängen als Maßstab der Akkreditierung und ein angemessener landesspezifischer Handlungsspielraum. Bei der Umsetzung und näheren Ausgestaltung des Staatsvertrages in Nordrhein-Westfalen wollen wir künftig stärker auf die Systemakkreditierung setzen. Die Hochschulleitungen haben uns in einer Anhörung des Wissenschaftsausschusses bereits erklärt, dass sie sich auf diesen Weg machen wollen. Hierbei müssen wir sie unterstützen. Darüber hinaus soll das Akkreditierungsverfahren weiter vereinfacht und flexibler gestaltet werden. Die bisherige Arbeitsbelastung, insbesondere bei der Programmakkreditierung, ist für viele Lehrende und Beschäftigte deutlich zu hoch. Und gleichzeitig müssen neue Verfahren dazu führen, auch die Kosten zu senken. Wir erwarten, dass alle am Akkreditierungsverfahren Beteiligten ihrer Rolle entsprechend über ausreichende fachliche und didaktische Kenntnisse verfügen und dass sie die Anforderungen und Mechanismen des jeweiligen Qualitätssicherungssystems kennen. Es ist uns ebenfalls wichtig, die Akkreditierung an den Belangen der Studierenden auszurichten. Dazu gehört, dass die Credit Points von Lehrveranstaltungen und Prüfungen den studentischen Arbeitsaufwand künftig realistisch widerspiegeln. Dazu gehört auch, dass die inhaltlichen Kriterien von Studiengängen nicht so eng gefasst werden, dass ein Hochschulwechsel erheblich erschwert oder gar verhindert wird. Das gilt hinsichtlich der nicht Bologna-gerechten Überspezialisierung einiger Bachelorstudiengänge, aber insbesondere für den Übergang vom Bachelor zum Master an eine andere Hochschule. Und dazu gehört ebenso, dass sich Veranstaltungen und Prüfungen in ihrer Form und Ausgestaltung stärker an den Lernenden orientieren. Denn auch das war ein wesentlicher Anspruch des Bologna-Prozesses, der nicht immer angemessen umgesetzt wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde mich freuen, wenn wir uns heute gemeinsam auf den Weg machen würden, ein hochschul- und studierendengerechtes Akkreditierungssystem auf den Weg zu bringen. Unser Antrag ist ein erster Schritt auf einer sicherlich noch längeren Strecke, bei der wir vor allen Dingen auch auf die Zusammenarbeit mit den Hochschulen angewiesen sind. Und ja, das ist tatsächlich meine letzte Parlamentsrede heute und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bei Ihnen bedanken für die 17 Jahre, für die gute Arbeit in den vergangenen 17 Jahren, insbesondere auch bei den Kolleginnen und Kollegen im Wissenschaftsausschuss, der Ministerin und den Mitarbeiterinnen im Haus. Denn trotz aller Meinungsverschiedenheiten in der Sache hier im Parlament war die Auseinandersetzung immer fair und der Umgang miteinander war immer respektvoll. Und das habe ich vor allen Dingen sehr geschätzt. Ich freue mich auf spannende Herausforderungen in den kommenden Jahren und wünsche Ihnen allen ein gutes Gelingen bei der weiteren Arbeit und eine schöne Osterzeit. Vielen Dank, verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte mich in Ihrem Namen, Herr Dr. Rudenseil, sehr herzlich bedanken für diese 17 Jahre im Landtag Nordrhein-Westfalen.